1, 2, 3, gesoffen! Auf geht's zu Wiesn! Oh, zapft dies! So, gute 24 Stunden später, die Wiesn, ja, ist schon im vollen Gange. Absolut, die Leute sind schon ziemlich voll. Ja, wir noch nicht, wir müssen ja noch arbeiten für euch, das tun wir ja gerne. Seriös. Und wir hatten ja gestern schon ein paar Kolleginnen getroffen aus Berlin von Joyce, die wir jetzt zufälligerweise auf der Wiesn wieder getroffen haben. Zufall, sowas. Zufällig gibt's, ja. Aber diesmal in Verstärkung, nämlich Maurice aus Berlin ist auch noch mit dabei. Servus, grüß euch! Servus! Wie fühlt ihr euch denn jetzt mit dem Kranz und mit dem Dirndl so überhaupt? Na ja, gestern dachte ich so, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber harmonisch. Also es ist, ich passe hier gut rein. Melissa und ich, wir beide passen hier toll rein. Ja, ich fühle mich total wohl. Vor allem, ich habe schon 3 Komplimente bekommen. Und die lauteten? Oh, du siehst aber süß aus. Oh, tolles Dirndl. Also, wir haben alles richtig gemacht. Vielen Dank, liebe Sarah von Dirndl-Liebe. Ja. Aber wenigstens darf ich euch was fragen. Ihr wart ja gestern mit dem Tom quasi Dirndl-Shopping. Ist der eine Hilfe gewesen? Oder eher, wie war das? Lass mich einfach unkommentiert. Ja. Ist okay. Nehme ich an mich. Damit kann ich leben. Dafür habe ich mir eine Challenge ausgedacht. Ha, das habt ihr jetzt davon. Und zwar, wir hatten ja gestern diesen kleinen Fastkurs, was Bayern angeht. Ne? Also mit Sprüche, mit Dirndl, mit Holzvorderhütten. Jetzt würde ich mal sagen, wir gehen einfach in die nächste Runde. Wir sind hier auf dem Oktoberfest. Wir lernen Bayerisch. Okay. Aufgabe für dich, Alexandra. Du schnappst dir jetzt irgendjemanden aus der Menge, der muss ein Dirndl anhaben oder eine Lederhose. Also ja, das ist schon schwierig, alleine hier jemanden zu finden. Also eine Sie. Okay. Dirndl oder Lederhose. Und, und dann muss der dir was auf Bayerisch erzählen und du musst es nachsagen. Okay. Läuft, oder? Läuft. So, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal ein bisschen hier rum. Hallo. Hallo. Seid ihr aus Bayern? Seid ihr waschechte Bayern? Ja, aus München. Aus München. So, ich komme ja ursprünglich aus der Schweiz, zum ersten Mal am Oktoberfest. Jetzt habe ich die Aufgabe, Bayerisch zu lernen. Okay. Gib mir so was Schwieriges, so wo das R rollt die ganze Zeit und keine Ahnung was. What do you want from me? Very international hier, das Oktoberfest. Ich heiße Alexandra, ich komme aus Berlin. 1, 2, 3, gesoffen! Dankeschön! Danke, Mädels! Tschüss, viel Spaß, danke! Habe ich bestanden, oder? Ich würde sagen, Challenge bestanden, oder? Maurice. Willst du deine Challenge hören? Okay, pass auf. Und zwar, sie muss ja Bayerisch lernen gerade. Du musst einfach mit Mädels ein bisschen was singen. Viel Spaß. Ich kenne den Text ja kaum, ich weiß ja nur, atemlos durch die Nacht. Spür, was Liebe mit uns macht. Weiter. Wir sind heute ewig tausend Gefühle. Alles, was ich will, teile ich mit dir. Wir sind unzertrennlich, irgendwie lebendig. Nee, unsterblich. Oh, naja, es war okay. Dafür, dass du ein richtiger krasser Fan bist. Schwierig. Ja, es geht immer besser mit Musik. Challenge geschafft, ja. Melissa. Aber ich glaube, da hat die Steffi sich was ausgesucht. Ich weiß halt nicht, wie es aussieht. Kennst du das? Wahrscheinlich schon als Münchner, oder? Wiesenkoks. Schnupftabak. Machst du Wiesenkoks mit mir? So, warte. Am besten muss es hier auf diesen flachen Punkt geben. Ganz kurz, bevor das dann hier eines Tages irgendwie ausgeschnitten wird und gegen uns verwandt wird, das ist Traubenzucker zur Reinigung der Nase. Das ist Traubenzucker zur Reinigung der Nase. Und für ein gutes Gefühl. Ich halte es an die Nase und ziehe es einfach rein. Alter Schalter! Er hat, glaube ich, nur durch ein Nasenloch gezogen. Brennt? Was haben denn die Bayern für Probleme? Alter. Einige, oder Melissa? Geht's? Geht's dir gut? Alles gut. Ich fühle mich total. Riesenmutiges Mädchen-Challenge bestanden. Jawohl. Cheers. Melissa, ganz ehrlich, Chapeau. Hallo. Auf alle Fälle, ihr habt die Wiesentest bestanden. Sehr schön. Wir sind also alle wiesentauglich. Alle wiesentauglich. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne gehen wir jetzt erstmal eine Mast trinken. Mit dem Spruch, den wir ja jetzt alle drauf haben. Also, 1, 2, 3, und zappt es!